So, moin und damit herzlich willkommen zurück. Es ist mal wieder Gewitterzeit und ich habe ein bisschen was ausprobiert. Ich habe mal vorgespult. Man kann ja hier die Zeit stundenweise vorspulen. Interessanterweise hat das null Auswirkungen auf unsere Arbeiter. Die Zeit läuft trotzdem, egal wie weit du vorspulst, einfach ganz normal weiter. Ja, das interessiert die wirklich gar nicht. Deshalb sind noch 4 Minuten, also echt Zeit. Das heißt, dass wir einmal diese Folge noch schaffen und können uns dann entsprechend anschauen, was denn da so passiert. Ich bin mal wirklich gespannt. So, da einmal rauf hier. Genau, so. Ich hoffe bloß, diesmal machen das richtig. Ja, es war so ein bisschen... Siehst du, da hast du versucht, einmal schneller zu sein. Schwuppdiwupp wird es gleich wieder geahndet. Ja. Dann lieber etwas vorsichtiger und ruhiger. Und dann schwuppdiwupp. Hat man es so auch für dich. So, Auto befestigen. Wunderbar. Yippie! Ich muss sagen, es macht echt Laune, ne? Also zumindest auch wenn die Flitzpiepen... Na, auch wenn unsere Flitzpiepen da immer noch nicht fertig sind... Sollten wir jetzt mit dem, was wir an Beliebtheitsbonus bekommen, wir brauchen ja eigentlich nur noch 7 Beliebtheitspunkte, damit wir die 210 haben, dann haben wir genug, dass wir die nächste, also das nächste Viertel mit der nächsten, mit dem nächsten Job, mit der nächsten Möglichkeit freischalten. Und ich glaube, ich würde gerne das mit der Gärtnerei machen, ja. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Jetzt diese kleinen Fahrzeuge, ich denke, da werden wir auch so ein paar kleine Fahrzeuge dann entsprechend kaufen. Genau, und werden wir das dann halt vernünftig machen. Ja, 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 auf jeden Fall. So. Ja, wir haben es halt falsch runtergelassen, ne? Das hat man dann uns gleich krumm genommen. Ah, geht doch. Ah, guck einer an. So. Achso, mal kurz gucken, wie lange brauchen sie jetzt noch? 2 Minuten 11, okay. So, was wollen wir, also ich habe ja gesagt Gärtner, ne? Ja, genau, wir machen hier Gärtnerei. Oder doch Straßenkehrer? Hohohohoho. Jetzt bin ich am Grübeln. Ja, doch, wir machen Straßenkehrer, doch. Was gibt's denn hier, Schniekes? Schmutzige Straßen. Was haben wir hier? Straßenkehrer. ATC-LKW brauche ich, okay. Schalte den großen ATC frei. Waschmaschine. Was ist denn das hier? Teertank. Ah, okay. Na, wir sehen, ne? 10.000 haben wir, aber das... Ja gut, jetzt kaufen wir erstmal Maschinchen. Wir können ja jetzt hier den ATC kaufen. Den brauchen wir ja. Ist es der hier? Ja, Straßenkehrfahrzeug, ne? Oder welches ist das? Der Pumpenwagen ist es nicht. Kleiner Saugwagen ist für Klempner. Kleiner ATC. Ja, es ist doch der kleine ATC, oder? Schalte den kleinen ATC-LKW und das kleine... Kehrfahrzeug frei. Ach so, gleich 2 Tätigkeiten. Dann mache ich das kleine Kehrfahrzeug. Ja, das möchte ich lieber haben. Das finde ich irgendwie cooler. Yay! Das heißt, dann fahren wir zurück. Genau, liefern das soweit ab. Super geil. Ja, definitiv. Wir bekommen ja garantiert gleich eine Benachrichtigung, wenn unsere Leute soweit fertig sind. Fahren wir irgendwie ohne Sprit oder warum wird da links nichts mehr angezeigt? Ah, okay. Die sind fertig. Du hast Geld, 100 Zufriedenheit und Erfahrungspunkte bekommen. Ja, sehr schön. Siehst du, dann können wir gleich mal neue Aufgaben delegieren, wenn die jetzt da fertig sind. Wie viel habe ich denn bekommen? 18 und 2000. Also genauso wie wenn ich das sonst auch machen würde. Okay. Sehr gut.
Kurz gucken. Ja, ich sehe jetzt aber hier nichts, dass da irgendwie was dazugekommen ist, ja? Nee, irgendwie nicht. Naja, was soll's. Dann kann ich alles haben. Ausstehende Jobs, genau. Angestellten entsenden. Ja, ruhig mal auftanken. Das war das. Dann machen wir hier Recycling. Ja, ruhig auch mal auftanken. Wunderbärchenhaft. Ja, aber ich glaube, es gab jetzt wirklich... Ne, also Geld gab es auch nicht so richtig, ne? Ist ja ulkig. Komisch irgendwie. Naja, ich ignoriere das einfach mal. Ich glaube, es gab gar kein Geld. Also ich kann das einfach nur erledigen lassen, aber es bringt mir anscheinend nichts. Ist ja doof. Das finde ich wirklich kacke. Also ich hätte schon gerne was dafür bekommen, ne? Seltsam. Na, unsere Angestellten kosten, glaube ich, zu viel. Ich denke, wir müssen uns davon trennen. Das geht so gar nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe ein Ticket bekommen. Pff, mir egal. So, ich nehme auch meinen eigenen Weg hier. Ja. Ich werde das neue Fahrzeug ausprobieren. Nein! Oh, verdammt. Schön, ganz schön ramponieren, ne? Ach, und jetzt sind wir auch noch dagegen gefahren. Es ist ja toll. Es ist ja niedlich. Voll mega winzig, das Ding. Ja, wir haben bald keinen Platz mehr, ne? Okay. Muss uns mal was einfallen lassen. Ist echt krass. Hammerhart. Aber er dampft wie ein großer. So, wie mache ich den jetzt an? Hä? Ja, ich nehme mir Aufgaben an. Ich nehme mir Aufgaben an. Mann, ist der am Drängeln. Hier, da haben wir was. Genau. Uff, da oben. Ui, da ist einiges für Klempner, hä? Oder was soll das heißen? Okay. Ach, ich muss auftanken. Siehst du deshalb? Das ist es. Ah. Muss gerne hier dran fahren. Handbremse. Genau. Jetzt F. Aha. Ah, gefällt mir. Also, wie gesagt, die Autos alle voll geil gemacht. Ja. Deshalb, ich will davon mehr haben. Soll ich dann drücken, okay. Naja, ich drücke jetzt mal noch nicht U. Denn ich will ja entsprechend dann noch was übrig haben, ne, von dem Wasser. Ja, wobei wir sehen ja, wir können ja überall neues Wasser holen. Ist ja nicht so... Aber schnell sind wir, ne? Na gut, wir fahren fast 75. So, 80, komm. Wir sind auf dem Weg. Ist gut. Ich hack mal hier so lang, ne? Hier waren wir noch gar nicht in der Ecke. Puh, wow, Freund der Sonne. Was ist denn das andere da hinten? Guck mal. Ach, da kann ich wahrscheinlich das entladen, ne? Den ganzen Dreck. Das macht ja irgendwo Sinn. Irgendwo muss man hier das ganze Dreckzeug ja dann auch wegpacken. Okay, ich muss eh hier lang. Genau. Blinken einmal bitte. So wie Mall oder sowas oder eine Tankstelle. So, da hinten sehen wir schon. Da entsprechend ist es dreckig. So richtig dreckig ist es noch. Ja. Wir fahren natürlich geisterfahrermäßig hier durch die Gegend. Warum auch nicht? Ist ja geil. Und jetzt F. Hammerhart. Ah, da musst du dich schon richtig reinhängen hier, du. Hör nicht auf, du machst das gut. Ja, ich merke schon, ne? Da geht der richtig rein, aber ab, du. Okay, also ich muss nicht 100%. Das ist schon mal gut. Aber
Genial gemacht, ne? Voll geil. Ich will so ein Ding auch haben. So, die ist auch erledigt. Aber schon recht voll jetzt, ne? Also musst du praktisch noch... Ja, kannst du vielleicht noch einen zweiten Auftrag annehmen, aber das war's dann auch schon. Aber Geld ist okay. Also muss man dann feststellen, anscheinend gibt es für die Sachen, die man später freischaltet, so wie das hier, mehr Knete. Also generell dann halt. Super. Arbeiterklasse. Ach, sehr schön. Na, ja, es ist egal, ist egal, ist egal. Die hassen uns eh. Ja, ist nicht so dramatisch. Wundergeil. Nun gut, dann lasse ich uns mit diesem Bildchen alleine. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.